Ja, Huhu hier wieder beim Koali und bei Magic Duels. Wir sind immer noch in der Liliana West Kampagne unterwegs und sind jetzt zurück auf Dominaria. Unsere Rückkehr bleibt nicht unbemerkt. Du spürst einen Lufthauch und hörst einen Flügelschlag. Du blickst auf und siehst einen Engel, der auf dich zufliegt. Eine Konfrontation scheint unvermeidlich. Warum? Liebe Story-Schreiber von Magic Duels, das hättet ihr echt ein bisschen cooler machen können. Aber geile Artworks, muss man ja sagen. Nice, nice. Mal für einen Screenshot so ein bisschen aus dem Weg kommen. Sehr, sehr schön. Ja, ja. So, also, gegen den Erzengel. Ein wahrscheinlich weißes Deck. So, wir haben eine Starthand ohne Länder. Das Ziel ruft nach einem Neuzug. Schlechter Ghoul, unverwüstlich, denn er ist neu für uns hier. Aaskrähe, grausame Wiederbelebung. Ja, behalten wir mal. Wir dürfen nicht als erstes spielen. Land nach. Bin gespannt, was in diesem komischen Engeldeck da drin ist. Wir brauchen wahrscheinlich Flieger. So, ein 2-2 Mensch. Ist jetzt nicht so das mega krasse. Das würde ich sagen. Kann man ganz gut mit dem schlurfenden Goblin kontern. Der blockt den zu Tode. Dies ist immer gut. Oh, er greift trotzdem an. Okay. Dann stirb, Mensch. Mit dir. So, was kommt dann noch? Ein Ruhmsucher ist es, ne? Ja, Ruhmsucher. Den werden wir jetzt hier so ein schlechter Ghoul entgegenstellen. Der wird ihn zwar nicht töten, aber kann auch selber nicht wirklich getötet werden. Und in der nächsten Runde kann ich ihn dann damit wegblocken. Sehr aggressiv, greift hier ohne groß nachzudenken an. Also der Angriff macht für mich jetzt überhaupt keinen Sinn. Aber gut, ist ja nicht mein Spiel. So, wenn der rachsüchtige Tote oder ein anderer Zombie stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Das ist eine super Kreatur, weil fast alles von uns Zombie ist. Eigentlich ist eigentlich jedes Ding von uns ein Zombie. Spielen wir direkt mal. Mega coole Kreatur. Mehr davon bitte. So, greifen wir an. Wir greifen nicht an. Wir wollen eher blocken. Weil wir haben ja schon gesehen, der Gegner ist sehr aggressiv unterwegs hier. Diesmal nicht. Okay. Dann spielen wir eine Aaskrähe raus. Und greifen den Gegner an. Oder? Ne, noch nicht. Noch nicht. Nächste Runde. Na, greifst du an? Er greift diesmal an. Okay. Perfekt. Dann blocken wir den zu Tode. Was kommt? +1/+1 verhindere einen Schaden, der hinzugefügt wird. Falls sie ruhmvoll ist, enttappe sie. Okay. Okay, damit überlebt der Runde super. Aber der Gegner verliert einen Lebenspunkt. Kann ich mit leben. Und eine fliegende 2-1er Kreatur. Wenn die ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur tappen. Ja, dann wird er den tappen wahrscheinlich.
jetzt nächste Runde Mana ziehen wäre das ideal. Pazifismus, okay. Auf die Krähe wahrscheinlich. Ja. Mana? Jawohl, perfekt. Wir zerstören eben den Flieger und holen uns den unverwüstlichen Ghoul wieder. Ja, und dann, da wir den eh nicht blocken wollen, können wir auch mal angreifen. Also, wir wollen ihn schon blocken, aber nicht mit dem, weil er dann stirbt. Machen wir lieber 3 Schaden. Kassieren dann 2 im Gegenzug. Passiert. So, es kommt noch ein Ruhmsucher, das ist jetzt schon der 3. So. Wir spielen eine Nakuto-Hülle raus. Und ein schlechter Ghoul. Und sagen mal weiter. Angriff macht jetzt keinen Sinn, weil den möchte ich nicht verlieren. Der ist eine ziemlich gute Kreatur. Wir haben potenziell aber 3 Schaden auf dem Feld, den wir dem Gegner direkt reindrücken können. Wir spielen eine schwarze Katze. So, und dann würde ich sagen Angriff pro Meter. Er blockt doppelt. So, dann werden wir den Raben hier opfern. Und wir werden den hier opfern. Dann kriegt der Gegner auf jeden Fall schon mal 2 Schaden. Der hier kommt wieder. Und die Kreaturen des Gegners sterben beide. Perfekt. Weiter. Noch sieht ziemlich gut aus für uns. Hier kommt ein 3-3 fliegender Engel. Bringe eine bleibende Karte, die du besitzt, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Muss ein Land aus die Hand zurückbringen. Spielt das Ding wieder aus. Okay. Wir opfern die Katze. Und lassen ihn mal eine von seinen 2 Karten abschmeißen. Sehr schön, was hat er da jetzt abgeschmissen? Ein 5-5 Engel abgeschmissen, das ist perfekt eigentlich. Wir haben 2 Mana gezogen. Zerstören ihm da den Engel jetzt mal. Ne, abbrechen. Ne, das machen wir nicht. Wir spielen zuerst ein schlechter Ghoul. Hätten wir machen sollen. Ich hab's falsch gelesen jetzt gerade. Gucken wir mal, ob wir das noch irgendwie retten können, indem wir jetzt hier mit unserer Hülle angreifen. Vielleicht blockt er die ja. Wenn er die blockt, eine Kreatur kriegt +1/+1 und verhindert allen Schaden. Okay. Das ist also die letzte Karte, die kommt. Und dann blockt er. Opfern wir den und wir opfern außerdem den. Kostet uns jetzt einiges an Ressourcen, aber unsere Hülle überlebt und der Gegner hat eine Karte weniger, naja. Ist okay. Land hat er gezogen, das wird ihn jetzt nicht sonderlich nach vorne bringen. So,
dann machen wir das jetzt, was wir eben eigentlich auch schon hätten machen sollen. Die muss zerstört werden und wir holen uns die Aaskrähe. Weil früher oder später brauchen wir einen Flieger. So, und jetzt, wo der Gegner keine Verteidigung mehr hat, drücken wir ihm 7 Schaden rein. So, 4 hat er noch. Die Aaskrähe kommt wieder ins Spiel. Und wir haben gewonnen. Der Gegner hat nämlich nichts, womit er sich verteidigen könnte. Keine Karten auf der Hand mehr. Keine verteidigenden Kreaturen. Wir haben gewonnen. Yay! Engel sind für dich höchstens lästig, ja, haben wir gemerkt, jedoch keine ernstzunehmende Bedrohung, aber dass du ihre Aufmerksamkeit erregt hast, zeugt von deiner furchterregenden Macht. Doch du hast keine Zeit für weitere Ablenkung, du musst dich um den Rabenmann kümmern, das ist so korrekt. Der böse Rabenmann. Vielleicht werden wir ihm ja im nächsten, in der nächsten Episode entgegentreten. Bis dahin, have fun, euer Quali, tschüss.
Ow, ow, ow.